So, Joyce, wo willst du hin? Da? Was ist denn deine Schokoladenseite? Hello, wir sind Joyce Ilk und Chris halb zwölf. Und das ist Hingehört. Hallo ihr beiden. Was macht ihr hier? Ja, wir haben gemeinsam ein Buch geschrieben. Das heißt, hätte ich das mal früher gewusst. Da geht es um Themen, die man im Leben braucht, aber in der Schule nicht lernt. Genau, eigentlich ist es ja so, wir haben uns halt gefragt, so, was haben wir in unserem echten Leben noch später gebraucht, was wir in der Schule gelernt haben. Wenig. Und was uns wirklich was genützt hat. Und das war eigentlich wenig bis gar nichts. Genau, und deswegen führen wir die Themen in dem Buch auf, wo wir denken, die sollte man eigentlich in der Schule lernen, tut man aber nicht. Und wir sind hier gerade im Tonstudio, um dieses Buch als Hörbuch einzusprechen. Also ich zumindest. Du machst nur ein bisschen mit, aber... Genau. So sieht's aus. Jeder YouTuber schreibt jetzt ein Buch, ihr also auch. Wie kam's denn dazu? Ja, wir hatten uns privat in den letzten Jahren viel mit Persönlichkeitsentwicklung und so befasst. Und dann war das tatsächlich so ein bisschen so eine Art Eingebung, dass wir halt gedacht haben, ey, warum gibt's da nicht eigentlich ein Buch, das die Basics so für die junge Generation zusammenfasst? Und dann haben wir halt gedacht, das passt perfekt zu deiner oder unserer Zielgruppe. Und daran hört man jetzt schon, es ist nicht so wie die klassischen YouTuber-Bücher, die dann irgendwie eine Biografie rausbringen oder das Gleiche wie auf ihrem YouTube-Kanal. Bei uns ist es was ganz anderes. Wir haben einen YouTube-Kanal, der ums Thema Comedy geht. Das heißt, das ist jetzt was ganz anderes in dem Sinne. Und wir hatten natürlich auch schon Anfragen von Verlagen, ob wir nicht ein Buch schreiben wollen. Aber da wir immer dachten, naja, das Gleiche zu machen, was wir eh schon auf YouTube machen, dafür brauchen wir kein Buch schreiben. Und als wir dann eben, oder als Chris dann eben diese Eingebung für dieses Thema hatte, wo wir dachten, es hat einen wirklichen Nutzen für den Leser, da haben wir uns dann aktiv einen Verlag gesucht. Also daher, klar, wir sind auch zwei der YouTuber, die ein Buch rausbringen, aber es ist bei uns etwas anders gelaufen. In eurem Hörbuch, da geht es ja viel darum, zu hinterfragen und seinen eigenen Verstand zu benutzen. Das lernt doch jeder mit Kant in der Schule. Ja, also ich hatte Kant tatsächlich nicht in der Schule und vielleicht kannst du was zu sagen, ja. Du hattest das ja. Oder was hast du es vergessen? Nee, ich hatte das definitiv nicht, aber ich glaube, selbst wenn ich es gehabt hätte, weiß ich nicht, ob mir das wirklich fürs echte Leben später was gebracht hätte, ob das wirklich so hängen geblieben wäre, dass mir das was genutzt hätte. Ja, also ich hatte Kant in der Schule. Ich glaube, im Philosophieunterricht ist natürlich bei uns beiden auch schon eine Weile her. Da geht es ja darum, den Mut zu haben, den eigenen Verstand zu benutzen. Also viel mehr weiß ich dann auch nicht mehr darüber. Das Ding ist, dass man das vielleicht in der Schule inhaltlich vermittelt bekommen hat, aber dass die Lehrweise an sich das gar nicht vermittelt. Also man nimmt es auch nicht auf, man verinnerlicht es nicht. Genau, irgendwie. Aber es ist auch nicht so, dass die Lehrer wollen, dass die Schüler immer ihren eigenen Verstand benutzen, sondern die wollen eigentlich, dass die Schüler das machen, was der Lehrer sagt. Das heißt, inhaltlich haben sie das vielleicht vermittelt, aber in der Art der Lehrweise haben sie es nicht vermittelt. Und dann halt noch Kant, es liegt so weit zurück, dass es vielleicht für viele Schüler nicht mehr direkt mit der Realität irgendwie zu vergleichen ist. Ja, es ist halt viel zu abstrakt, als dass es einem... Also mit der aktuellen Realität, ne? Ja. Es ist so weit weg, ist abstrakt und man lernt in der Schule einfach so viel Zeug, dass man so viel auch wieder vergisst, leider. Ja, wir sagen halt so, Schule ist Bulimie lernen, ne? Man stopft alles in sich rein und kotzt es dann zur Prüfung wieder aus. Und dann braucht man es nicht mehr. Genau. Und was steht auf eurem Vision Board? Ja, Vision Board, da steht vieles drauf, aber auch vieles Privates und wir... Genau, das können wir hier nicht Wir wollen machen. Das nicht verraten, aber ja. Du kannst ja, wenn du magst, noch mal kurz was zum Thema Vision Board an sich erzählen, weil vielleicht weiß ja gar nicht jeder, was das ist. Es ist im Prinzip ein Plakat, mehr oder weniger, wo man seine Ziele im Leben quasi visuell drauf pinnt, drauf schreibt oder Fotos drauf klebt, um das Unterbewusstsein auf diese Ziele zu programmieren, wenn man so will. Durch das die ist Wiederholung und eben durch, weil das Sinnesorgan... Sehen, Auge, das ist sehr stark und das verinnerlicht sehr, sehr gut im Unterbewusstsein. Genau, und im Buch geht es ja auch um das Thema halt Mindset und Glaubenssätze und wie kann man die quasi konstruktiv formen. Und da ist halt ein Vision Board eine Möglichkeit. Wir sehen ja gerade, ihr sitzt da in einem Hörbuchstudio. Wie ist das so für euch? Genau, wir haben eigentlich nur einen Part zusammen eingelesen, zumindest bisher, weil das auch das einzige Kapitel ist, was in Dialogform zwischen uns geschrieben ist. Also ich spreche den kompletten Fließtext ein und wir hatten halt... Weil sie hat einfach eine bessere Stimme. Ja, ist ja so, ne? Nee, nicht an sich.
Nicht, du hast dich immer lustig darüber gemacht, wie ich lese. Wie so, du liest. Oder? Du hast nicht die schlechtere Stimme, du liest nur schlechter. Es ist bei ihm immer so völlig, wie ein Otto, ist bei ihm immer so völlig unbetont. Es ist immer so, in der Schule haben wir gelernt, dass man... Ja, genau. Aber er hat sehr gut geübt für den Dialogpart und das hat er wirklich gut gemacht. Ja, genau. Und bei dem Dialogpart, da geht es so ein bisschen um Mann und Frau. Da hatten wir jetzt nicht eine Meinungsverschiedenheit, aber sagen wir mal, ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Und das war halt ganz, ganz schön zu illustrieren, wie man dann trotzdem trotz unterschiedlichen Ansätzen halt zu einem gemeinsamen Fazit oder Lösung kommt. Genau, weil wir auch der Meinung sind, dass nur weil man eine unterschiedliche Meinung hat, kann man trotzdem konstruktiv und ruhig und nett immer über alles reden und man geht nicht immer direkt in so eine Angriffsposition, wenn jemand mal eine andere Meinung hat als man selber. Genau, und wenn das halt nicht klappt, dann kann man sich dann ja immer noch den Kopf einschlagen. Ne? Und das haben wir dann halt gemacht, als die Aufnahme vorbei war. Und das Beste zum Schluss. Sag mal, Joyce, kannst du dich für uns in der Rolle, die du am liebsten synchronisiert hast, verabschieden? So viel habe ich ja gar nicht synchronisiert. Eigentlich Emoji, ne, oder? Das ist die einzige, an die ich gerade denke. Wir müssen ausbrechen. Das System, das schadet uns. Wir müssen hier raus. War ein kleiner Hint, hast du gemerkt? Mhm, hab ich gemerkt. Dankeschön. Gerne. Gerne.